Vor 3 Monaten zogen die europäischen Nationen in den Krieg, überzeugt davon, dass sie am Ende auf der Siegerseite stehen würden und dass der Krieg nach wenigen Wochen vorbei sein würde. Jetzt waren alle beteiligten Nationen in der Realität angekommen. Alle wussten nun, dass dies kein kurzer Krieg werden würde. Und jetzt zeigte sich ein neues Phänomen. Zwietracht, Verwirrung und Hass unter den Kommandeuren der Armee, wo einst Einigkeit herrschte. Diese Zwietracht untereinander würde zwangsläufig zum sinnlosen Tod tausender Männer führen. Mein Name ist Christoph Krachten. Herzlich willkommen. Letzte Woche haben wir gesehen, wie die Kämpfe an der Westfront abgeebbt sind und der Winter mit Macht hereinbrach. An der Ostfront hatten die Russen die Österreicher in der Festung von Przemyśl umzingelt, mussten sich aber weiter im Norden in Lodz neu formieren, um dem Angriff der Deutschen trotzen zu können. An einer weiteren russischen Front in der Türkei war ihr Angriff von den osmanischen Truppen zurückgeschlagen worden. Im Mittleren Osten hingegen marschierten die Briten auf Basra. Es gab jedoch einige Österreicher, genauer gesagt 500.000 von ihnen, die noch auf dem Vormarsch waren. In der letzten Woche waren sie in Serbien einmarschiert, wo sie auf ungefähr 250.000 Serben trafen, die sich zwar äußerst geschickt zur Wehr setzten, aber dennoch aufgrund der österreichischen Überlegenheit auf dem Rückzug waren. Die Serben hatten die Österreicher zwar im September erfolgreich aus ihrem Land vertrieben, aber dieses Mal würde es nicht so einfach werden. Die Moral in Serbien war am Boden, als die Österreicher es schafften, ihre schwere Artillerie durch den serbischen Matsch zur Frontlinie zu bringen. Großen Teilen der serbischen Truppen fehlte es zudem an Munition und geeigneter Winterkleidung und die Österreicher drangen tiefer und tiefer in ihr geliebtes Land ein. Der serbische Feldmarschall Radomir Putnik, der zu Beginn des Krieges in Budapest gefangen genommen worden war und später dank Kaiser Franz Josef wieder nach Serbien zurückkehren durfte, hatte einen Rückzug zum Fluss Kolubara angeordnet, wo schon lange im Voraus Vorbereitungen für eine Defensive getroffen worden waren. Am 16. November griffen die österreichisch-ungarischen Kräfte an, aber die Serben schlugen sie zunächst erfolgreich zurück. Am 19. November gelang es den Österreichern jedoch im Süden in erhöhtem Gelände Fuß zu fassen und die Serben zum Rückzug zu zwingen. Die Verluste waren auf beiden Seiten hoch und wurden noch durch Unterkühlungen und Erfrierungen verschlimmert. Keine der beiden Armeen war auf den nun hereinbrechenden Winter vorbereitet und in keinster Weise ausgerüstet. Weiter im Norden an den östlichen und nordöstlichen Fronten war der Winter jedoch schon voll im Gange und Tausende von Männern erfroren jede Nacht in ihren Schützengräben. Im russischen Oberkommando herrschte dieser Tage ein großes Chaos. General Rennenkampf und seine sibirische Armee im Norden waren auf dem Weg nach Ostpreußen gewesen und hatten keinen Gedanken daran verschwendet, ihre Flanke zu schützen, woraufhin diese letzte Woche durch den deutschen Überraschungsangriff durchbrochen wurde. General Nikolai Ruski, der den Oberbefehl über die gesamte nordöstliche Front besaß, hatte seine Soldaten nach Lodz zurückgezogen. Er schien aber nicht mit einem dermaßen mächtigen Angriff zu rechnen und tat Rennekampfs Warnung einfach als Übertreibung seines Konkurrenten ab. So erreichten am 18. November 250.000 deutsche Soldaten Lodz und schafften es beinahe, die 150.000 Verteidiger in ihren befestigten Stellungen zu umzingeln. Ein Rückzugsbefehl wurde ausgegeben, aber von Großfürst Nikolai, dem Onkel des Zaren und Oberbefehlshaber der russischen Truppen, sogleich widerrufen. General Ludendorff hatte mit seinem Angriff der russischen Invasion zuvorkommen wollen. Er war damit durchaus erfolgreich und so mussten die russischen Oberbefehlshaber zehntausende Soldaten von anderen Frontabschnitten verlegen, um ihre Armeen bei Lodz und Warschau zu verstärken. In der Tat schafften sie es irgendwie, eine 500.000 Männer aufzubieten und nun war es Ludendorff, dessen Linien überdehnt waren. Dies war eine Kriegsführung gigantischen Ausmaßes und obwohl die Deutschen auf einen mit Tannenberg vergleichbaren Sieg gehofft hatten, verlor die deutsche Kriegsmaschinerie während dieser hart durchkämpften Woche ihre Wucht und Durchschlagskraft. Am 24. November war sogar ein ganzes deutsches Armeekorps von der Vernichtung bedroht. Die Deutschen waren von den Russen, dem Wetter und der eigenen Erschöpfung aufgehalten worden. Ludendorff hatte es nicht geschafft, Lodz einzunehmen oder Warschau zu erreichen, aber dafür hatte er die drohende russische Invasion Ostpreußens fürs Erste abgewendet. Die Russen hatten fast 100.000 Mann Verluste erlitten, die Deutschen weniger als halb so viel.
Aber das bedeutete den Russen wenig und erneut konnte der russische Vorteil an Männern den deutschen Vorteil an Technologie, Strategie, Nachschub und besserer Ausbildung ausgleichen. Ein Nebeneffekt der Schlacht von Lodz war, dass Ludendorffs Vorgesetzter von Hindenburg zum Feldmarschall befördert wurde. Das klingt erst einmal großartig für von Hindenburg, aber wir sollten uns einmal anschauen, was zu dieser Zeit im deutschen Oberkommando los war. Jetzt, wo jeder begriffen hatte, dass dies kein schneller, glorreicher Sieg werden würde. Intrigen waren hier leider an der Tagesordnung. Am 18. November informierte der deutsche Generalstabschef und oberste Befehlshaber Falkenhayn Kanzler Bethmann-Hollweg, dass der Krieg nicht gewonnen werden könne, denn die Alliierten besäßen zu viele Reserven und Ressourcen. Er präsentierte seinen Plan, die Ostfront zu vernachlässigen, um die Westfront zu stärken und die Briten in Flandern schlagen zu können. Er war davon überzeugt, dass diese die wahren Feinde des Deutschen Reiches waren und den Krieg nur aus wirtschaftlichen Gründen führten. Bethmann-Hollweg war schockiert. Er konnte kein Kriegsende ohne ein stark geschwächtes Russland akzeptieren, denn er glaubte, dass die russischen und die deutschen Interessen unvereinbar waren. Außerdem war er in großer Sorge, weil ihm der österreichische Generalstabschef Konrad von Hötzendorf kürzlich eröffnet hatte, dass Österreich ohne Verstärkung von deutscher Seite am Ende sei. Und das bedeutete, dass Deutschland an der gesamten Ostfront allein dastehen würde. Also reist Bethmann-Hollweg an die Ostfront, um sich dort mit Ludendorff zu treffen. Dieser hält von Falkenhayns Plänen rein gar nichts und ist sich sicher, dass es gerade die russische Armee sei, die man mit verstärkenden Truppen aus dem Westen besiegen könnte. Also genau das Gegenteil von Falkenhayns Vorschlag. Es war zudem kein Geheimnis, dass Ludendorff Falkenhayn aus tiefstem Herzen hasste. Kaum zurück in Berlin beginnt der Reichskanzler offen darüber zu sprechen, Falkenhayn durch Ludendorff zu ersetzen. Kaiser Wilhelm war zu dieser Zeit ziemlich unzufrieden mit der Tatsache, dass niemand Wert darauf zu legen schien, seinen Rat einzuholen. Einmal soll er sogar gesagt haben, wenn Sie denken, dass ich die Armee anführe, dann liegen Sie aber falsch. Der Kaiser hatte nun mal hauptsächlich repräsentative Aufgaben. Ein durchaus wichtiges Recht besaß er jedoch. Er konnte den Generalstabschef berufen oder entlassen. Wilhelm hielt jedoch nichts davon, Ludendorff zum Generalstabschef zu ernennen, denn er vertraute ihm nicht und ging sogar so weit, ihn einen dubiosen Charakter zu nennen. Daraufhin begann Flottenadmiral Tirpitz und der frühere Reichskanzler von Bülow darüber nachzudenken, den Kaiser für schwachsinnig erklären zu lassen, um ihre Pläne durchzusetzen. Von Hindenburg würde demnach de facto die Verwaltung des Reiches übernehmen und Ludendorff könnte im Osten die benötigte Verstärkung bekommen. Unglaublich, oder? Vor 5 Monaten war das deutsche Oberkommando begeistert in den Krieg gezogen und nun intrigierten alle führenden Köpfe gegeneinander und grenzten sich vom jeweils anderen ab. Damit waren sie aber nicht die einzigen. Es gab britische Kommandeure, die sich weigerten, mit ihren französischen Kollegen zusammenzuarbeiten und Franzosen, die die Belgier nicht unterstützen wollten. Auf russischer und österreichischer Seite herrschten Chaos und interne Machtkämpfe. Das Ganze wurde schlimmer, je weiter der Winter voranschritt. Der Winter hatte die Westfront fest im Griff und die Kämpfe in den Gräben waren von der Nordsee bis zur Schweiz nahezu erstarrt. Wenn man sich diese Frontlinie einmal genauer ansieht, fällt auf, dass die geografischen Gegebenheiten ziemlich oft die Kriegspläne diktierten. Die Grundidee auf beiden Seiten für jegliche größeren Operationen waren Artilleriebeschuss, gefolgt von angreifender Infanterie und dann Nachstoß und Durchbruch der Kavallerie ins offene Gelände in den Rücken des Feindes. Tatsächlich war jedoch der größte Teil der Westfront völlig ungeeignet für ein solches Vorgehen. Südlich von Verdun beispielsweise war die Front für 4 Jahre wie einzementiert. Vom September 1914 bis zum September 1918. Zu leicht zu verteidigen und zu schwer anzugreifen. Weiter im Norden ist es kein Zufall, dass die Schützengräben den jeweiligen Eisenbahnrouten folgten. Die Deutschen hielten die Metz-Lille-Linie und die Franzosen die Nancy-Paris-Arras-Linie. Diese befand sich näher an der Front und war laut dem Historiker John Keegan auch der Grund, weshalb es den Franzosen besser gelang, ihren Nachschub an Menschen und Material gerade zur rechten Zeit an die Front zu bringen und sie so den deutschen Angriffen wieder und wieder standhalten konnten. Am Ende dieser Woche kämpfen Russen und Deutsche in einer Schlacht gigantischen Ausmaßes. Die Österreicher drängen die Serben am Fluss Kolubara zurück, während ihre Kameraden nach wie vor im Schemischel belagert werden. An der Westfront hingegen war es ruhig, wobei das bedeutet, dass dort trotzdem täglich Menschen starben, denn nach wie vor war die erste Schlacht von Ypern nicht vorbei. Stellt euch vor, ihr wärt der Befehlshaber einer dieser Armeen.
Millionen von Männern unter eurem Kommando. Sicher, ihr wart vor vielen Jahren auf der Militärakademie und habt wahrscheinlich auch schon Truppen in den Kolonien eures Landes befehligt. Aber stellt euch nur kurz einmal vor, wie es gewesen sein muss, urplötzlich mit der Realität des Krieges im 20. Jahrhundert konfrontiert zu werden. Schlachten, die ununterbrochen mehrere Wochen dauerten, Torpedos unter der Meeresoberfläche und Maschinen, die durch die Luft fliegen können und natürlich die Grausamkeit hochtechnisierter Waffen, die hunderttausende Männer der eigenen und der feindlichen Seite töten konnten. Und das Ganze für einige Meter fremder Erde. Dies war die Wirklichkeit, mit der die Oberkommandierenden der kriegsführenden Nationen nun irgendwie umgehen mussten. Diese Wirklichkeit konnte den Geist eines jeden Mannes brechen. Einige versuchten, einen Weg zu finden, um den Krieg zu beenden. Andere schickten einfach immer weiter Soldaten in den sinnlosen Tod. Doch jeder von ihnen zählte nun selbst Männer aus den eigenen Kommandostrukturen zu seinen Feinden. Auch das ist moderner Krieg. In unserer Folge vom 21. August haben wir schon mal behandelt, wie schwierig die Umstellung auf die moderne Kriegsführung war und welche katastrophalen Folgen die Soldaten erleiden mussten, weil ihre Befehlshaber nicht auf diesen neuen Krieg vorbereitet waren. Klickt hier, um euch die Folge anzusehen. Vergesst nicht, uns zu abonnieren und empfiehlt uns euren Freunden weiter. Bis dann. Bleibt dran.